Türme müssten wir nochmal aufbauen mit den Radarschüsseln. Ich glaube, die verbrauchen ziemlich viel Strom, die Dinger. Also in Vanilla zum Beispiel, ja, zumindest. Ich glaube, die mal hier so hin. Und wo die Türme? Hier wäre wichtig, aber unten bei dem Schiff wäre wahrscheinlich noch wichtiger. Brauchen die Stromtürme? Gunturret. Hat keine Munition. Ja, bekommst Munition. Nö, brauchen keine Türme. Also anscheinend zumindest nicht. Das ist schon mal gut. Ich hole noch kurz mehr Munition. Dann gehe ich runter, gehe ich hin, hole die Steinmauern. Und mit den Steinmauern gehe ich runter und mache die Mauer da weiter. Dass die auch irgendwann fertig wird. Und dann habe ich in den Kommentaren noch gelesen, dass... Oh, wir haben keine Kiste unten. Habe ich in den Kommentaren noch gelesen, dass man jetzt den Boden planieren kann. Das klingt sehr gut. Also einmal mit irgendwie den Ziegeln direkt. Dann kann man darauf schneller laufen. Und später auch noch mit Beton. Und mit Beton ist es dann noch schneller. Was ziemlich gut klingt. 22. Das sind ganz schön wenig Mauern. Oh, gut. Ja, das sieht nicht sehr sicher aus bisher. Mach mal hierzu. Weil oben rechts sind wir ja meistens. Das heißt, das da mache ich erstmal nicht weg. Hier runter. Und ich setze die Türme einfach direkt neben das Ding hier oder hier zwischen. Dann erwischt es hoffentlich alles und aggrot die dann. So. Es wird ein bisschen Kuddelmuddel aussehen. Aber das wird eh fast alles in dieser Staffel. Weil es halt nicht auf das gute Aussehen ankommt, sondern auf die Effektivität. Also ich papiere das Ding gleich mal zu. Und hier unten? Also das Eisen, das Kupferfeld und das Kohlefeld hätte ich gerne drin. Das heißt, die Mauer geht wahrscheinlich hier irgendwo lang. Bis hier und dann... Ja, das ist alles komisch. Aber gut. Türme. Das heißt, wenn Gegner kommen, kommen sie von hier unten momentan. Ich hoffe mal, so reicht. Was? Achso, die sind nicht ein Feld groß, die sind anderthalb Felder groß. Das... Nicht ganz so gut. Und hatte ich nicht eben gerade Munition extra aufgesammelt? Ja, 5 Schuss. Das ist nicht viel. Okay, mach hier 25 rein, da 25 rein. Mal gucken, wie lange das hält. Aber ein, zwei Gegner sollte schon mal abhalten. Und ich sollte Gates erforschen. Aus aktuellem Anlass. So, so. Die Rüstung kann ich mal wegschmeißen. So. Und was war noch alles? Wir wollten fleißig immer zwischendurch weiter grüne Tränke bauen. Bum, bum. Weil die Forschung nicht ganz so schnell ist, wie sie sein könnte. Hier. Die Schrotflinte kann ich auch irgendwo wegschmeißen. Ich brauche noch eine Entrümpelkiste. Demnächst. Du baust Block of Irons. Du kriegst Block of Irons. Mehr Muni. Mehr Muni. Gut. Achso, und einmal hier Ressourcen auftanken. Saug, saug, saug. Warum nimmst du kein Wasser? Weil wir kein Wasser haben. Warum haben wir kein Wasser? Aber nicht genug Strom haben. Okay. Das ist ein bekanntes Problem. Hol mal ein paar Boiler hier. Und schnapp dir ganz normales Eisen. Oh, sehr gut. Stahl auch noch. Hier mal Stahl, da mal Stahl. Dann bau ganz viele Engines, bau ein paar Offshore-Pumps und dann baue ich das Ding hier einfach nochmal und zwar hier und mache dann hier später einen Splitter irgendwo rein. Das heißt, irgendeine Forschung war gerade fertig, ich habe sie weggeklickt. Gates bau. Was? 100 für Gates? Die haben früher nur 10 gekostet. Okay. Das lasse ich erstmal. Dann hätte ich stattdessen lieber bessere Munition. Hm. Macht ein Physical, 7 Piercing. Was macht die davor? 8 Physical.
So viel Unterschied scheint es nicht zu machen, okay. Circuit Network. Für Smart Inserter. Smart Inserter wäre schon ganz schick, aber ich glaube, ich nehme lieber erstmal Licht. Das ist schön schnell. So. Also, ich hätte gerne da. So. Dann hätte ich gerne Boiler, 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 Boiler. Steam Engine, Steam Engine, Steam Engine, Steam Engine. Strom, Strom. So, das Ganze muss jetzt wieder so konzipiert werden wie das andere auch. Nämlich, dass denn die Dinger hier auch automatisch Kohle bekommen. So. Das heißt, ich brauche Fließbänder, ich brauche. Ja, erstmal nur Fließbänder. Und einen kleinen Vorrat Kohle, weil ich habe hier gerade nichts auf Tasche. So, du bist fertig. Wir können jetzt Lampen bauen, das ist gut. Dann schnellere Fließbänder. Später vielleicht. Wie komme ich an noch bessere Waffen? 762. Hier. AK-47. Das klingt doch super. Kostet nur 100 rote Tränke. Go. Daka, daka und so. Du, her damit. Star, Star, her damit. Was machen die roten Tränke hier? Die werden gar nicht mehr hergestellt. Ja, das ist richtig. Hier, nochmal ein paar. Kommt das Wasser jetzt? Ja, das meiste Wasser wird verbraucht. Bis der Tank irgendwann mal voll ist. Also müsste ich das hier theoretisch einmal abknapsen. Wobei, da ist 3,4 drin. Warum kriege ich das nicht? 1,6. Achso, der macht das immer nur in ganz komischen Schritten. Also ist nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Aber es scheint mehr zu produziert zu werden, als ich verbrauche. Das heißt, wenn ich jetzt einmal dieses hier Consumption erforschen würde für Wasser, dann würde es klappen. Was brauche ich dafür? Dafür brauche ich Plastik. Plastik brauche ich wieder so ein 100-100-Ding. Das ist doof. Was ist das hier? Eine M82. Reichweite 50. Ah, das ist schick. Das ist ein Sniper-Ding. Aber nee, ich wollte die AK-Sache. Hier. Dann brauche ich jetzt die. Was ist das? Das ist die ganz normale Munition. Ja, die Munition muss ich auch noch erforschen. Go. Also ich kann jetzt schon die AK bauen. Mwahaha. Reichweite ist höher. Geschwindigkeit ist niedriger. Damage Bonus ist auch niedriger. Dafür ist die Munition besser, oder? Ja, dafür macht die Munition 15 statt 8. Also es ist im Endeffekt eigentlich gleich, oder? Na gut, bau trotzdem mal eine. Und mach mal dich weg. So. Genau. Das heißt, wir haben jetzt Minigun zum Bursten. Wir haben eine Schrotflinte für was auch immer. Und die AK für das nächste. Oh Mist, die Munition brauchte. Die braucht das gleiche. Okay. Dann stell die Munition bitte einfach einmal um. Flupp, stell bitte her. Was? Stell bitte. Achso. Kann auch gar nicht hergestellt werden. Okay. Das alles raus. Ja, das sieht viel besser aus. Okay, und bau mal ein paar von den Türmen. So. Kupfer hätte ich auch wieder gerne. Grüne Tränke stauen sich, rote kommen nicht an. Aber ich kann auch noch nicht schneller machen. Das geht erst später, wenn ich die Module habe. So, Forschung ist durch. Sehr gut. Das heißt, ich nehme jetzt Plastik, damit es mit dem Wasser klappt. Nee.
Lab Efficiency, nein. Der Stack-Size-Bonus bringt erst, was wir von Kisten in Kisten transportieren, nicht von Fließbändern in Kisten, soll ich das auch knicken. Enemy Origins würde ich gerne, aber wir haben noch keine Gegner. Was sehr komisch ist. So, was hätte ich eigentlich gerne? Ich hätte gerne Search for Hidden Objects. Construction thoroughly scans a small area. Can detect enemy acid bombs. Was? Was sind enemy acid bombs? Hier, Chemistry. Benötigt Batterien und Advanced Electronics. Ja, die Forschung ist ganz schön durcheinander gewirbelt worden hier mit Hardcoreo. Also Plastik. Plastik scheint gerade ein wichtiger Schritt zu sein. Das heißt, okay, kostet halt 100 Tränke. Muss ich mit leben. Schmeißt die da rein. Und dann tickert das jetzt eine ganze Weile durch. So. Was wollte ich eigentlich? Ich wollte eigentlich das Ding hier weiterbauen. Oh, Angriff. Angriff wie, was, wo? Was war das? Hat jemand Bäume kaputt gemacht? Also anscheinend werden diese Angriffswellen gar nicht mehr angesagt. Ich hatte vor ein paar Monaten schon mal Hardcoreo getestet. Also am Anfang der letzten Staffel. Da war ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich Hardcoreo spielen wollte oder Shadow Modpack. Genauso wie vor kurzem auch. Da hatte ich reingeguckt in Hardcoreo und damals wurden die Angriffswellen angesagt. Anscheinend gibt es diesen Luxus nicht mehr. Oder das Ansagen ist jetzt nochmal was anderes. Also vielleicht war das nur ein ganz normaler kleiner Angriff. Und es gibt später richtige riesige Angriffswellen, wo dann alle Basen gleichzeitig schicken oder so. Aber gut, hier ist jetzt ein Sicherheitsrisiko. Das heißt, von da unten kommen anscheinend Gegner. Deswegen habe ich jetzt hier mal drei Türme hingebappt. Mal gucken, was die so bringen. Wände habe ich allerdings leider noch nicht. Das muss ich dann gucken. Gib Kohle her, gib Kohle her. Oh, das erinnert mich dran, ich wollte eigentlich auch die besseren Schmelzöfen erforschen, um das hier alles ein bisschen zu verbessern. Also Ressourcen sehen momentan okay aus, aber trotzdem. Ein bisschen verbessern kann ja nicht schaden, ne? So, du voll, du bist schon voll. Jetzt hier. Also, ich brauche mehr Ärmchen. Da. So, da müssen wir das Untergrundding machen, das ist okay. Mehrere sogar. Darf man noch zwei bauen. So sollte es okay sein. Dann brauchen wir hier das. Wir brauchen außen wieder Strom. Dann kommen nochmal. Hast du keinen Strom? Achso, weil du nicht verbunden bist mit den hier. So, dann so. Boiler hier. Du da. Ihr nehmt nichts, weil ihr keinen Strom habt. Okay. Da, da. Und dann jetzt nochmal vier Steam Engines. Das wir brauchen noch zwei davon. So, blub, blub, blub. Dann fehlen jetzt noch die Untergrunddinger. Das heißt, du gehst da rein, du kommst da raus. Was? Du gehst da rein, kommst da raus. Und hier oben können wir es dann irgendwie schon eintrichtern. Und ich würde gerne eine Kiste nur mit Kohle befüllen. Und dann splittet sich das auf. Es wäre ein bisschen doof, wenn ich jetzt beide Anlagen füllen müsste. So, das war es eigentlich schon, richtig? Richtig. Guti. Das heißt, hier ist ein bisschen wenig Platz für Splitter. Ich mache das mal weiter nach oben. So, dann hätte ich gerne zum ersten Mal einen Splitter, wofür ich gar keinen Platz im Inventar habe. Und
Dann kommt hier die Kiste hin. Wo ist Splitter? Da. Da die Kiste hin, da ein Ärmchen hin. Das Ärmchen kann direkt in den Splitter reinlegen, oder? Ich glaube, das ging. Wenn es denn Strom hat, ja. So. Nee, das klappt so nicht. Okay. Wieder was dazugelernt. Braucht noch einen Abstand mehr. Leg dich da drauf und dann hier den Splitter. So. Oh, nee, das ist nicht gut. Da muss nämlich noch eine Engine hin. Mach das mal so, so, so. So. Du. Dahin. Du hast keinen Strom, das heißt, hier brauchen wir noch einen Pfosten davon. Gut, das heißt, wir haben unseren Stromoutput jetzt mehr als verdoppelt. Das sollte soweit erstmal wieder für 4-5 Folgen reichen. Das ist okay. Habe ich irgendwie einen Angriff verpasst in der Zwischenzeit? Ich hoffe nicht. Oh, warte mal. Wenn ich einen Angriff verpasst habe vorhin, heißt das doch zwangsweise auch, dass da irgendwo eine Leiche liegen muss, oder? Also, ich frage wegen DNA. Guck mal. Also gesehen habe ich nichts. Aber da es ja die allerersten Gegner sind, werden die sehr klein sein, denke ich. Die Grafiken waren ein bisschen komisch hier. Also es sind alle StarCraft-Grafiken größtenteils. Aber trotzdem war es sehr komisch, wie die Gegner aussahen teilweise. Ich halte einfach mal F gedrückt und laufe hier rum. Hier irgendwo wurde was beschädigt. Genau das da. Nö. Hab nichts aufgesammelt. War das ein Hit-and-Run? Also kam der an, hat einmal gespuckt oder so und ist wieder abgehauen? Ah. Na gut, das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten.